Also, hier sind wir an der Mühlenstützmauer. Das heißt, künstliches Material eingeschleppt. Der Stein ist neu, aber auch das Fugenmaterial ist neu. Das ist kalkhaltig. Und in diesem Kalk ist die Mauerraute mitgekommen. Die Mauerraute ist eine rote Listeart fürs Tiefland hier in Niedersachsen. Im Bergland ist sie etwas häufiger, weil wir da eben auch natürliche Felsen haben. Das ist ein echter Kulturfeuerwehr. Mauerraute deswegen, weil die Blätter sehen so ein bisschen rautenförmig aus. Die Werderraute ist hier so ein bisschen mit drin. Ich glaube nicht, dass die Pate stand für die Fahne, aber hat ein bisschen Ähnlichkeit. Die Art geht stark zurück, weil unsere Mauern dauernd verfugt werden. Oder weil sie abgerissen werden, weil sie im Wege stehen, weil sie Arbeit machen, weil sie auch zu alt sind. Und hier sieht man sehr schön, wie aus dem bröckelnden Fugenwerk diese Mauerraute mit 108 Pflanzen rauskommt. Ein Vorkommen, was ich jetzt neu gefunden habe, vor 2 oder 3 Wochen erst. Hab gedacht, Worpswede hat keine Mauerraute. Kommt auch in Osterholz vor, in Rothenburg-Wümme zum Beispiel, die Kreisstadt, die große Kreisstadt, hat keinen einzigen Standort davon. Da kann man sehen, wie selten diese Art ist.